NDR Info. Redezeit. €17,98. Eine Zahl ist Thema in diesen Wochen, der Preis für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für ARD und ZDF. Aus Gebühren sind zum Jahreswechsel Beiträge geworden, aber die neuen Regeln stehen in der Kritik. Sie erreichen uns aber wie immer in der Redezeit hier auch unter der Hamburger Telefonnummer 441777. Und wenn ich die ganze Zeit von wir spreche, das ist einmal Dr. Werner Hahn, der hier am Tisch sitzt, Justiziar des NDR. Er kann die neuen Beiträge erklären, weiß auch, wofür sie gebraucht werden. Guten Abend. Guten Abend, Frau Hahn. Dann ist hier Dr. Carsten Broster, Leiter des Amtes Medien in der Hamburger Senatskanzlei. Er vertritt heute Abend die Politik, die ja die neuen Beiträge beschlossen hat. Schönen guten Abend. Und Teil der Runde ist auch Ermanno Geuer aus Passau. Er ist Jurist und hat in Bayern Klage gegen die neuen Rundfunkbeiträge eingereicht. Mit welchem Ziel und welcher Begründung, das wird er uns berichten. Willkommen, Herr Geuer. Grüß Gott und guten Abend. GZ-Gebühren grundsätzlich, die sind ungerecht. Und vorher, nachher, egal. Weil ich das gerne bezahle, was ich als Leistung bekomme. Und da habe ich keine Leistung oder manchmal nur. Das, was ich jetzt bezahle, das finde ich in Ordnung. Dafür wird man gut informiert, man weiß, was los ist. Das gibt's nicht umsonst. Also gerecht ist es immer noch nicht, weil zum Beispiel Firmen mit vielen Filialen ganz massiv betroffen werden. Es ist weniger bürokratisch. Also für die meisten Haushalte ist es wahrscheinlich in Ordnung. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass wir die bezahlen, weil einfach die Qualität der öffentlich-rechtlichen Programme so viel besser ist als die der Privatsender, dass ich persönlich da gern auch das Doppelte für ausgeben würde. Hauptsache, wir behalten das. Wenn wir dafür Geld bezahlen, dann möchten wir ein entsprechendes Programm und nicht, dass den Privaten, die ja jeden Mist senden können, dass denen hinterhergelaufen wird und der gleiche Mist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft. Ich glaube, die Quote sollte nicht der alleinige Maßstab sein. Ich wünsche mir schon mehr Mut, dass man auch mal ungewöhnliche Sendeformate mal einfach ausprobiert. Und wenn sie floppen, dann floppen sie eben. Und dann kann man sie auch nach einem halben Jahr wieder absetzen. Ermanno Geuer, Sie sind mit den neuen Beiträgen nicht einverstanden, haben dagegen geklagt. Ich hatte es schon gesagt. Hat er das Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bei Ihrer Entscheidung zu klagen auch eine Rolle gespielt? Nun ja, es hat vielleicht eine unterschwellige Rolle gespielt, aber es war jetzt nicht das Hauptargument, also oder das Hauptding, was jetzt den Anstoß gegeben hat. Es war jetzt eher so, dass wir im Kollegenkreis darüber diskutiert haben, über das neue Modell, ob wir das fair finden, ob wir das ungerecht finden. Und dann habe ich mir das mal juristisch näher angeschaut, habe geschaut, es kommt mir ein bisschen ungerecht vor, gibt es da vielleicht in juristischer Fachliteratur schon Meinungen dazu? Was schreiben verschiedene Professoren dazu, was schreiben Rechtsanwälte dazu? Und dann habe ich ein bisschen geschaut und bin an einigen Stellen fündig geworden, habe das dann in dieser Klageschrift zusammengetragen. Es war, sagen wir mal, eher ein Ärger darüber, dass vieles, was im Vorfeld der Reform der Rundfunkfinanzierung versprochen wurde, nicht umgesetzt wurde. Man hat ja gesagt, okay, es zahlen jetzt mehr Leute mit, es zahlen alle mit, dann wird es vielleicht etwas billiger oder es wird vielleicht die GEZ, die ja jetzt Beitragsservice heißt, auch abgeschafft. Also es gab ja doch ein paar Versprechungen vorher, wo ich jetzt nicht gesehen habe, dass die eingehalten wurden. Und da habe ich gedacht, okay, das ist auch dann eher ein Ärgernis als jetzt das Programm an sich. Wobei diese Punkte, die Sie gerade angesprochen haben in Ihrer Klage, direkt ja eigentlich gar nicht vorkommen, sondern das war tatsächlich der Anlass. Ich wäre dafür, Herrn Hahn, unserem Justiziar, die Möglichkeit zu geben, gerade auf diese Punkte auch noch mal einzugehen. Versprechen sind nicht gehalten worden. Der eine Punkt war zum Beispiel der, dass die GEZ nicht abgeschafft sei. Die GEZ ist, was die Eigenschaft als Zentrale der Rundfunkanstalten anbelangt, die sich um den Beitragseinzug kümmert, nicht abgeschafft. Wie sollte sie denn auch? Irgendjemand muss ja bei einem System, das weit über 30 Millionen Teilnehmerkonten verwaltet, auch diese Verwaltung betreiben. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, lass das doch die Finanzämter machen. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit, die ist nur, das sagen die Finanzämter selber, teurer. Die Kirchen lassen ja ihre Kirchensteuer über die Finanzämter einziehen. Die zahlen dafür roundabout 3%, währenddessen die GEZ an unseren Einnahmen gut 2,1% veranschlagt. Deswegen die GEZ ist nicht abgeschafft, das ist auch nie versprochen worden. Was versprochen worden ist und was auch eingehalten wird, ist, dass Mitarbeiter des Beitragsservice, also der Nachfolgeorganisation der GEZ,
nicht mehr an der Wohnungstür nachfragen, ob Empfangsgeräte bereitgehalten werden. Sie waren zwar nie Schlüffner, aber sie sollen jetzt, indem sie erst gar nicht mehr auftauchen, auch nicht in den Verdacht geraten, als solche bezeichnet zu werden. Ob es billiger wird oder nicht, das wird man sehen. Es ist jedenfalls die Gefahr bekämpft worden mit dem neuen Beitragsmodell, dass die Einnahmen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk existenziell sind, sukzessive wegbrechen. Sodass zumindest, wenn das Beitragssystem funktionieren sollte, die Wahrscheinlichkeit, dass in immer kürzeren Abständen die Beiträge angehoben werden müssen, wesentlich entschärft worden ist. Ich gehe davon aus, dass sie noch eine ganze Weile stabil bleiben und davon hätte dann auch jeder was, auch Herr Geuer. Detlef Schiedeck aus Stadum hat uns angerufen. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, es ist Folgendes. Ich sehe mich also ungerecht behandelt. Meine Frau und ich, wir haben Familie, unsere 7 Kinder sind schon alle aus dem Haus. Wir haben nie Fernsehen gehabt. Und meine Frau und ich, wir haben kein Smartphone, kein Computer, kein ich weiß nicht was noch alles. Und wir wollen auch nie Fernsehen haben, aber wir haben immer Rundfunk gehört. Und am liebsten hören wir ja den NDR 4 Info zu 99,8% und dann mal das Wetter vom RSH für uns Schleswig-Holsteiner hier. Also ich möchte gerne weiterhin meine Radiogebühr bezahlen, wie ich das immer gemacht habe. Und das andere fällt also für uns flach. Mhm. Außerdem kriege ich auch 350,68 Rente. Also es ist schon ein Happen, der da mehr aufgezwungen worden ist. Sie verdienen sozusagen oder bekommen im Monat noch zu viel, um eben befreit zu werden von diesem Rundfunkbeitrag. Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer also Rundfunkgebühr bezahlt. Das waren ja 5 oder 6 Euro oder was. Genau. Das ist jetzt anders geworden. Jetzt zahlen alle eben 17,98 €. Ja, ja. Wir wollen mal Carsten Broster fragen, ob er beantworten kann, welche Gedanken sich die Politik dazu gemacht hat, zum Thema 17,98 €, auch wenn man kein Fernsehen sieht. Also zuerst gilt, und das war der Ansatz, den Sie ja gerade eben gehabt haben, dass die Befreiungstatbestände so geblieben sind wie bisher. Insofern, wenn eine Möglichkeit besteht, dass man sozusagen aufgrund anderer Anspruchsberechtigungen hinsichtlich sozialer Unterstützung und Hilfeleistungen sich befreien lassen konnte, bisher kann man es auch künftig. Ich glaube, das ist erstmal ein wichtiger Obersatz, der da geklärt werden muss. An der Stelle hat sich nichts geändert. Der Rest ist in der Tat immanent der Umstellung von der Logik der Geräte, wo ich eben differenzieren konnte, habe ich ein Radio zu Hause oder habe ich einen Fernseher zu Hause, hin zur Logik der Haushalte. Das führt, da braucht man auch nicht drum rumreden, in der Tat für diejenigen, die nur bisher Radio gehört haben, zu einer deutlichen Mehrbelastung im Monat, zu einem höheren Beitrag. Was ich dazu sagen kann, ist, dass wir uns mit dem neuen Rundfunkstaatsvertrag verordnet haben, im nächsten Jahr sehr genau zu gucken, welche Auswirkungen hat denn dieser Rundfunkstaatsvertrag, also auf die Einnahmesituation, aber auch auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und diese sogenannte Evaluierung, die man ja mittlerweile überall reinschreibt, wird schon sehr ernst genommen und auch jetzt im Länderkreis schon sehr intensiv vorbereitet, sodass wir da sehr genau gucken müssen, wo gibt es welche Belastungen, Mehrbelastungen, wo gibt es vielleicht auch Entlastung über Gebühr, sodass man dann unter Umständen nachsteuern wird. Kann man auch technisch nachsteuern? Werner Hahn, Sie haben sich vielleicht damit schon beschäftigt. Es gibt immer mal wieder auch Mails dazu zur Frage, kann man nicht sozusagen direkt, wenn ich Fernsehen schaue oder Radio höre, dann eben die Gebühr erheben? Lässt sich das technisch überhaupt machen? Also zumindest im Fernsehen wäre das technisch sicherlich denkbar. Ich will mal den Aufwand, den das verursachen würde, außer Acht lassen. Aber technisch, glaube ich, dürfte es kein Problem sein. Nur Hörfunk, Fernsehen, Online im öffentlich-rechtlichen Bereich in Deutschland sind nun einmal solidarfinanziert. Herr Manu Geuer, Jurist an der Universität Passau, Sie haben geklagt dagegen. Obwohl ich kein Fernsehen gucke, muss ich trotzdem zahlen. Ist das ein Punkt in Ihrer Klage? Sicher ist es einer der Angriffspunkte in der Klage. Der Gleichheitssatz wird ja da ins Felde geführt. Es ist 118 der Bayerischen Verfassung, Artikel 3 Grundgesetz, dürfte den meisten Leuten bekannter sein. Wenn ich pauschaliere, und das tut der Gesetzgeber, indem er sagt, okay, pro Wohnung ist hier ein pauschaler Beitrag zu entrichten, dann muss ich das an sachlichen Kriterien messen und ich will mich da jetzt nicht zu tief in die juristische Argumentation stürzen, weil ich glaube, das ist für die Hörer jetzt auch nicht so spannend, aber ich sehe diese sachlichen Kriterien in dem Sinne nicht gegeben. Von daher kann ich den Hörer natürlich sehr gut verstehen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum ich diese Klage gemacht habe, einfach weil ich denke, dass dieses Modell da nicht unbedingt die fairste Lösung für alle ist, weil doch zu viele Leute auf der Strecke bleiben. Ich habe da auch sehr viele Zuschriften
von Leuten wie dem Hörer bekommen, die mir ähnliche Situationen geschildert haben. Und daher glaube ich, dass der Unmut in der Bevölkerung da recht groß ist. Und das hat für mich dann insofern auch nicht viel mit dem Solidargedanken zu tun. Frank Wegner aus Hamburg hat uns angerufen. Herr Wegner, Ihre Meinung zum Rundfunkbeitrag? Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Ich finde den Rundfunkbeitrag in höchstem Maße ungerecht und unfair, weil in erster Linie überhaupt gar nicht nach Nutzung abgerechnet wird. Das heißt, selbst wenn ich ein Haushalt bin, der überhaupt gar keine Empfangsgeräte hat, wie Fernseher, Smartphone oder anderes, auch solche Haushalte soll es geben. Aber bei Ihnen ist das nicht so? Bei mir liegen Geräte vor. Meine Fernsehnutzung beschränkt sich eher auf Pay-TV und weniger auf die öffentlich-rechtlichen und auch wenig bei den privaten. Das heißt, ich würde es fairer finden, wenn die Regelung so bliebe, wie sie jetzt ist. Und irgendwann, wenn in einigen Jahren umgestellt wird oder man die Möglichkeit hat, über ein digitales TV die tatsächliche Nutzung der Konsumenten zu messen, dass dann jeder genau nach seiner Nutzung der Öffentlich-Rechtlichen auch gerne eine Rechnung bekommen kann. Werner Hahn, Justiziar des Norddeutschen Rundfunks. Was spricht dagegen, dass wer eben öffentlich-rechtlich hören und sehen will, sollte auch direkt dafür bezahlen, alle anderen nicht? Es sprechen vor allen Dingen neben den gesellschaftlichen Argumenten, die ich vorhin schon mal nannte, die dafür sprechen, dagegen die höhere Belastung, die der einzelne Interessent gerade von Minderheitenprogrammen auf sich ziehen würde. Wenn Sie zum Beispiel Arte nutzen würden und nur dafür nutzen, diese Nutzung zahlen würden, würden Sie sicherlich mehr als 17,98 € zahlen. Dann kann man sagen, was geht mich Arte an? Aber es gibt diese Angebote, jeder kann sie nutzen, eben wo der von den 60 Cent pro Tag gesprochen, Hörfunk, Fernsehen, ARD, ZDF, Deutschlandradio. Man könnte das sicherlich umstellen, dann wäre es aber nicht mehr der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da wäre es ein Pay-TV. Dieses Pay-TV gibt es, genauso wie es Privatfernsehen und Privathörfunk gibt. Die Finanzierung der Privaten muss aus Werbung sein, unsere muss nicht aus Werbung sein, kann aber aus Werbung sein. Das ist eine Frage, die der Gesetzgeber zu entscheiden hat. Er hat sie entschieden, dass ein kleiner Teil auch über Werbung finanziert wird. Bei uns sind es wenige Prozent noch, 4-5%. Und wenn man das abschaffen würde, würde halt die monatliche Belastung durch den Rundfunkbeitrag entsprechend sich erhöhen. Die Frage verschlüsseln oder nicht hat auch viele beschäftigt, die uns Mails geschickt haben heute. Ich möchte mal zitieren, Eberhard Uhlisch zum Beispiel aus Hannover schreibt uns, die neue GEZ, er nennt sie so, ist unverhältnismäßig und ungerecht für ein immer schlechteres Programm. Naja, wenig informative Sendungen, 20 mal der gleiche Film etc. Das Beste wäre verschlüsseln und wer schauen will, der zahlt. Und Herr oder Frau Haberstroh aus Bissendorf schreiben, eine Rundfunkzwangsabgabe passt nicht mehr in die Zeit. Eine freiwillige Gebühr für wirklich gute Qualität wünsche ich mir. Herr Manu Geuer, den grundsätzlichen Auftrag und damit das gesellschaftliche System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder die Haltung der Gesellschaft zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist auch nicht Gegenstand Ihrer Klage. Vielleicht können Sie noch einen weiteren, Sie haben von der Ungleichbehandlung schon gesprochen, vielleicht können Sie noch einen weiteren Punkt Ihrer Klage nennen. Nun, ein weiterer Punkt zielt auch ein bisschen auf das ab, worüber wir schon hier heute gesprochen haben. Es ist viel vom Solidargedanken geredet worden und auch davon, was für eine Einrichtung der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich ist. Das will ich gar nicht in seinen Grundfesten anzweifeln. Im Gegenteil, es geht halt darum, wie wir das hier rechtlich ausgestaltet haben. Und so wie die Leute das sehen, es ist was ich zahlen muss. Es kommt gar nicht darauf an, ob ich es nutze oder nicht. Und wir kommen hier nah an den steuerrechtlichen Bereich ran. Und es ist meiner Meinung nach sogar so, dass wir hier schon im steuerrechtlichen Bereich drin sind, und zwar im Bereich einer Zwecksteuer, indem ich sage, ich zahle etwas, es kommt gar nicht darauf an, ob ich das Ganze nutze oder nicht. Und so wie ich auch für Schulen zahle oder für ein Theater, in das ich nie gehe, oder für Schulen, wo ich keine Kinder habe, genauso zahle ich dann auch für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und damit wäre es eine Steuer und kein Beitrag, im abgabenrechtlichen Sinne meiner Meinung nach zumindest. Und das Gutachten von Professor Degenhardt, das diese Woche oder letzte Woche herausgekommen ist, stützt ja auch diese Ansicht. Dass der Einzelhandel einen Auftrag gegeben hatte. Mhm. Genau, dass der Einzelhandel einen Auftrag gegeben hatte. Und habe ich aber ein gesetzgeberisches Problem, weil dann fehlt mir die Gesetzgebungskompetenz der Länder an dieser Stelle. Und das macht die Regelung aus dieser Sicht auch schon verfassungswidrig. Also Sie sagen kurz zusammengefasst, das, was als Beitrag daherkommt, ist in Wahrheit eine Steuer und das dürfen die Länder gar nicht entscheiden. Genau. Kurzer Satz.
Ja, also ich habe im Gegensatz zu vielen meiner Vorredner kein Problem mit der haushaltsspezifischen Abrechnung des Rundfunkbeitrages. Also das die Frage, ob Fernsehen oder Radio. Vor allem, weil dann jegliche Kontrolle entfällt. Mein Problem besteht im Zusammenhang mit einer Nutzung von Zweitwohnsitz. Mhm. Also wenn ich an meinem Hauptwohnsitz die Beiträge zahle und dann jetzt am Zweitwohnsitz das auch machen muss, dann fällt ja für mich ein doppelter Betrag an. Und das führt zu erheblichen Mehrkosten gegenüber der Situation früher. Während ich mich ja selber immer nur an einem Ort aufhalte, das eine Mal hier am Hauptwohnsitz, das zweite Mal an meinem Nebenwohnsitz. Und ich denke, das betrifft viele Nutzer, die das vielleicht jetzt noch gar nicht so realisiert haben, dass damit künftig der doppelte Betrag auf sie zukommt. Das finde ich also ungerecht. Da müsste man irgendwie noch eine Lösung finden, dass man in so einem Fall doch vielleicht einen günstigeren Satz dann für einen Zweitwohnsitz bekommt oder wie immer das zu machen ist. Werner Hahn, Justiziar des NDR, die Zweitwohnungsabgabe, der Beitrag. Was hat es damit auf sich? Ist das neu? Wenn man betroffen ist, ärgert man sich darüber. Das kann ich gut nachvollziehen, Herr Ruppert. Nur, wenn Sie bisher in Ihrer Zweitwohnung einen Fernseher stehen hatten, mussten Sie auch bisher zwei Gebühren zahlen. Jetzt kommt es nicht mehr darauf an, ob Sie ja dort einen stehen haben oder nicht. Aber Sie müssen für die Zweitwohnung ja auch Grundsteuer zahlen. Sie müssen sonstige Abgaben zahlen. Sie müssen sogar, wenn Sie zwei Wohnungen haben, in vielen Fällen eine Zweitwohnungssteuer zahlen. Deswegen, so ärgerlich das für Sie ist, es gibt eben Beispiele aus anderen Rechtsgebieten, wo es nun mal so ist. Eigentum verpflichtet, wenn man zwei Wohnungen hat oder zwei gemietet hat, dann muss man halt etwas tiefer in die Tasche greifen. Ärger kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, es wird schwierig, da zu differenzieren. Es gilt natürlich nicht, wenn es kein formaler Zweitwohnsitz ist. Also wenn Sie zum Beispiel eine Gartenlaube haben, brauchen Sie dafür selbstverständlich nichts zu zahlen. Herr Ruppert, da können wir Ihnen also leider nicht helfen. Für die Zweitwohnung muss auch der zweite Beitrag bezahlt werden. Ich will aber noch dazu sagen, bisher konnte ich differenzieren, in einer Wohnung nur eben das Fernsehgerät zu zahlen, während ich in der Zweitwohnung das Fernsehgerät nicht hatte und auch nicht bezahlen musste. Ich bin auch kein Internetnutzer. Jetzt muss ich sogar für beide Wohnungen etwas mitbezahlen, was ich gar nicht nutze. Und deshalb kommt da für mich ein zusätzliches Erschwernis dazu. Herr Robert, sehen Sie es nun mal so, ich habe das gerade vor der Sendung nochmal nachgesehen. Bisher war es so, Sie zahlten, wenn Sie ausschließlich Hörfunk hatten, die sogenannte Grundgebühr von 5,76 Euro. Wenn Sie Fernsehen hatten, zahlten Sie 17,98 Euro, egal ob Sie ein Hörfunkgerät hatten oder nicht. Das heißt, auch der bisherige ausschließliche Fernsehnutzer hat den Hörfunk immer mitgezahlt, egal ob er genutzt hat. Das heißt, Sie werden bei solchen Massenveranstaltungen, Herr Broster hat ja darauf hingewiesen, es sind Millionen von Teilnehmern, Haushalten, muss der Gesetzgeber praktisch auch pauschalieren können, dass es im Einzelfall ungerecht ist, wie gesagt, das, auch da werden wir sicherlich eines Tages erfahren, ob das verfassungsrechtlich in Ordnung ist oder nicht. Aber zurzeit steht es im Gesetz und dementsprechend ist es von uns als Verwaltungsbehörde, da sind wir nicht mehr und weniger als ein Finanzamt, auch umzusetzen. Schönen Dank, Herr Ruppert. Ja, nun vielleicht kann ich mal kurz einhaken. Nun ist es auch vom Kirchhoff-Gutachten, das ja von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten so hoch gelobt wird, vorgeschlagen worden, für Zweitwohnsitze einen verminderten Beitrag zu verlangen, wenn ich da richtig informiert bin. Und ich glaube, hier ist man schon übers Ziel hinausgeschossen. Also ich glaube, das wäre ja auch mit nicht allzu hohem Verwaltungsaufwand möglich gewesen, dass man sagt, okay, man nimmt dafür auch einen Beitrag, aber halt einen verminderten, denn man muss sich auch vor Augen halten, es handelt sich ja beim Zweitwohnsitz oft nicht um einen Zweitwohnsitz, den ich aus Spaß unterhalte, sondern oft auch aus beruflichen Gründen. Und hier sind halt diese Leute schon extrem benachteiligt. Ist übrigens auch Gegenstand meiner Klage. Wird also das Verfassungsgericht auch drüber, Verwaltungsgericht auch drüber entscheiden? Aber auch ein Auftragsgutachter wie Herr Kirchhoff muss nicht in jedem Punkt Recht haben. Das gilt übrigens auch für Herrn Degenhardt, den Sie vorhin angesprochen haben. Auch dort wird absolut, man ja sehen, natürlich, welcher Auftraggeber den besseren Gutachter hatte. Es wird noch sehr spannend. Joachim Kepschul hat uns angerufen aus Oersdorf. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Habe ich das richtig gesagt mit Oersdorf? Das haben Sie richtig gesagt. Ich habe mich angerufen, Sie haben mich angerufen, weil ich vorhin nicht zurückgerufen. E-Mail hatte. Genau, ja. Sie hatten uns nämlich eine Mail geschickt. Es geht um, Sie sind der Vorstand eines kleinen Trägervereins, eines Kindergartens. Ja. Ich habe diese Mail hier auch vor mir liegen, aber sagen Sie es uns doch selbst, was Sie bedrückt. Ich hatte zwei Punkte.
Ich bin also im Vorstand eines Trägervereins. Wir haben natürlich ein Büro in diesem Kindergartengebäude. In dem ganzen Kindergarten gibt es kein Radio, kein Fernseher. Und den PC haben wir auch nur, weil wir ja staatlicherseits dazu verpflichtet sind, da ja Krankenkassen, Lohnsteuer etc. nur noch online abgewickelt werden können. Dieser PC ist nicht mediafähig. Und Medien wie Fernsehen haben im Kindergarten nichts zu suchen, unserer Meinung nach. Und wenn ich das richtig sehe, korrigieren Sie mich netterweise, wenn ich da falsch liege, müssen wir für dieses Büro nun auch 216 Euro bummelig im Jahr bezahlen. Ein Kindergartenverein, der jeden Euro umdreht, um den für die Pädagogik auszugeben, tut sowas sehr weh. Der Justiziar des NDR, Werner Hahn, schüttelt schon den Kopf. Ja, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Da der Trägerverein ja sicherlich keine Angestellten hat und selbst wenn er 1, 2, 3 oder 4 hätte, er muss in der Tat zahlen, nämlich ein Drittel des Beitrages, 5,99 Euro im Monat. Bisher mussten sie wahrscheinlich 5,76 Euro zahlen, weil sie einen online-fähigen Computer dort stehen hatten. Insofern gibt es eine Erhöhung, aber das sind 22 Cent pro Monat. Können Sie damit leben, Herr Gebschul? Auf der Seite ja. Ich hätte dann noch eine Frage danach. Warum ist das nicht für mich privat möglich? Ich habe seit 30 Jahren nur ein Radio und zahle sehr gerne die Rundfunkgebühr dort dafür und muss keine Fernsehgebühr bezahlen, weil ich Fernsehen aus grundsätzlichen Überlegungen ablehne. Warum ist das da nicht möglich? Es sind ja, soweit ich weiß, 600.000 Menschen, die das betrifft. Das ist ja eine Minderheit. Aber die Gebühr selber ist doch auch aus einem bestimmten Grund eingeführt, nämlich um Minderheiten mit entsprechenden Programmen zu versorgen. Das ist ja eine Begründung für die gesamte Gebühr schon immer gewesen oder ein Teil der Begründung. Dort kümmert man sich also um Minderheiten, aber die Minderheiten, die nur Radio hören wollen, werden übergangen jetzt. Und 600.000 finde ich eine stolze Zahl. Ja, Sie haben völlig recht, aber ich weiß nicht, ob Sie den Anfang der Sendung schon gehört haben. Wir haben schon über diese Ungerechtigkeit, diese grundsätzlich und von vielen empfundene Ungerechtigkeit gesprochen und auch darüber, dass es eben doch nur ein relativ kleiner Prozentsatz der Bürger ist, die tatsächlich keinen Fernseher haben und diesen auch nicht nutzen. Aber die Gerichte werden sich darüber beugen und werden auch dazu noch etwas sagen. Werner Hahn? Hinterlassen Sie doch einfach Ihre Telefonnummer. Ich rufe Sie gerne nochmal zurück. Dann können wir das nochmal individuell diskutieren. Vielleicht, Herr Hahn, können Sie mal kurz auch sagen, wo man sich genau über neue Regeln informieren kann. Also wenn es um den neuen Beitrag hier geht, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich über die neuen Regeln zu informieren, im Internet zum Beispiel? Da gibt es Informationsseiten, ARD, ZDF, Deutschlandradio, wo auch die am häufigsten gestellten Fragen mit möglichst allgemeinverständlichen Antworten jederzeit abgerufen werden können. Man kann es aber auch telefonisch einholen und man kann auch sich entsprechende Broschüren bestellen, wo auch nochmal dieses und jenes dargelegt wird. Und im Übrigen ist der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag zwar ein Gesetz, dementsprechend nicht so leicht lesbar, wie es vielleicht Kurzgeschichten sind, aber er ist in den Kernfragen durchaus verständlich. Insofern empfehle ich einfach nochmal reinzuschauen. Und das ändert nichts an der als so empfundenen Ungerechtigkeit für die nur Hörfunknutzer. Aber ich glaube, vieles wird wesentlich klarer, als es derzeit in Zeitungen dargestellt wird, wenn man einmal an die Quelle geht. Es ist eben so, dass sich wirklich für die Mehrheit der Menschen sich gar nichts ändert. Und bei denen sich etwas ändert und die sich als ungerecht behandelt ansehen, da gilt in dieser Republik, die können sich vor Gericht zur Wehr setzen und dann wird man sehen, ob es recht war, was die verfassungsrechtlich einwandfrei war, was die Bundesländer gemacht haben oder nicht und was wir ausführen, was wir gerne ausführen, weil dieser Staatsvertrag natürlich auch unsere Interessen berücksichtigt. Im Übrigen, wenn ich das an der Stelle sagen darf, Herr Geuer, es ist sicherlich eher an ein juristisches Glasperlenspiel erinnert, eine Frage, ob Steuer oder Beitrag. Auch das wird man eines Tages sehen. Der eine sagt, es darf so geregelt werden, nämlich Herr Kirchhoff, wenn es in der Degenhardt sagt, das Verfassungsrecht, es darf nicht so geregelt werden. Sie wissen als Kollege, es wäre ja ganz eigenartig, wenn alle Juristen immer einer Meinung wären. Das hat ja auch was mit Arbeitsplatzerhalt zu tun. Sie können gerne antworten, Herr Manu Geuer, Jurist an der Uni Passau. Und ich erkläre es nochmal, Sie haben geklagt gegen den neuen Rundfunkbeitrag. Genau, ich muss Herrn Hahn insofern recht geben, dass man bei zwei Juristen meistens drei Meinungen vorfindet. Das ist halt so. Klar, jetzt decken sich die Meinungen von Herrn Degenhardt und mir. Ihre Meinung deckt sich vielleicht mehr mit der von Herrn Kirchhoff.
sicher. Da müssen die Gerichte darüber entscheiden, ob jetzt Herr, ob es mehr ich Recht habe oder mehr Herr Kirchhoff Recht hat, was jetzt Steuer und Beitrag angeht. Letztendlich hoffe ich halt, dass, falls ich vor Gericht Erfolg habe, dadurch dann auch nochmal ein politischer Prozess angestoßen wird, weil wenn der Bayerische Verfassungsgerichtshof die Regelung kippt, dann ist es gleichzeitig ja auch eine Art Gesetzgebungsauftrag an die bayerische Staatsregierung. Dadurch kommt natürlich ein politischer Prozess in Gang. Und dann wird man natürlich nochmal über Stärken und Schwächen der Rundfunkfinanzierung reden. Und dann wird man vielleicht auch zu einem vielleicht gerechteren Modell finden. Haben Sie eins parat? Das ist natürlich sehr schwierig, weil das ist mit einigen verfassungsrechtlichen Fallstricken behaftet. Also mir würde es zumindest sowas wie der Einzug durch die Finanzämter ganz gut gefallen. Ich bezweifle, dass das... Also eine Art Steuer. Ja, das muss nicht unbedingt als Steuer ausgestellt sein. Es kann. Und auch aufgrund der... Ich weiß, jetzt kommt wieder das Aspekt Staatsferne des Rundfunks ins Spiel. Herr Waldhoff hatte mal in einem anderen juristischen Gutachten oder vielmehr einer juristischen Abhandlung geschrieben, dass es auch verfassungsrechtlich trotzdem denkbar ist, das über eine Art Steuer zu finanzieren. Ich bezweifle auch, dass es unbedingt teurer wird. Ich war mit Herrn Hahn schon auf einer anderen Podiumsdiskussion, wo wir das Thema auch diskutiert haben, wo es dann lange hin und her ging, ob es denn nun wirklich teurer wäre, das durch die Finanzämter zu machen oder nicht. Man könnte es schon damit verknüpfen, dass man sagt, es zahlt jeder etwas für den Rundfunk, der auch Einkommensteuer zahlt. Damit könnte man sich zum Beispiel auch den ganzen Bürokratieaufwand mit Befreiungen und sowas sparen. Weil damit würden jetzt Leute, die eh nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden, beispielsweise Studenten oder Sozialschwache, gleich aus der ganzen Sache herausfallen. Also wer wenig verdient, würde weniger bezahlen. Oder halt nichts bezahlen, wer halt nichts verdient entsprechend. Wie gesagt, ich möchte Sie ungern unterbrechen, Herr Geuer, aber ich möchte gerne noch einen weiteren Hörer in unsere Redezeit holen, denn für die Hörer machen wir diese Sendung. Guten Abend, Martin Ried aus Göttingen. Ja, schönen guten Abend. Bitte sehr, Ihre Meinung, Ihre Anfrage, Ihr Problem mit dem neuen Rundfunkbeitrag. Also erstmal zu dem vorher gesagt, was ich gerade noch mitgehört habe. Also ich selber nutze auch kein Fernsehen, auch seit vielen Jahren, seit 2 Jahrzehnten und sage, gut, ich sehe das praktisch als eine Demokratieabgabe und sage, ich nutze das jetzt selber nicht, und aber ich zahle im Prinzip auch Steuern für Kriegseinsätze, die ich nicht will, und sage, man hat halt immer seinen Anteil am Sozialen und auch verschiedene Vorteile. Nutzen Sie das auch nicht im Internet, das Angebot? Nein, also indirekt. Ich nutze tatsächlich Fernsehen, bin aber amerikanischer Fernsehzuschauer geworden. Tatsächlich, also nicht amerikanischer Fernsehzuschauer, ich bilde mich aber tatsächlich über Fernsehstreams oder sonst sowas im Internet. Und da sind dann doch die Recherchemöglichkeiten noch einfach besser, inhaltlicher, Dokumentationen sind besser. Was aber mein Ziel wäre eigentlich, jetzt wo wir eigentlich nahezu alle Bürger bezahlen, und zwar eben nicht mehr nur tatsächlich eine Nutzungsabgabe, sondern einfach doch geht schon eher in die Richtung einer Steuer, wäre eigentlich mein Wunsch, dass, was viele unter dem Bericht Open Access oder eben in den USA als Public Domain kennen, dass halt einfach das Volk zahlt fürs Fernsehen und soll dann im Prinzip auch danach diese Sendungen besitzen dürfen. Das heißt, das, was die Depublikationspflicht im Momentan eigentlich zwingt, das Ganze wieder aus dem Netz zu nehmen. Ich möchte einfach, dass irgendwo festgestellt wird, jetzt wo ich im Prinzip dafür bezahle, als jeder Bürger, dann soll es danach auch dem Bürger gehören. Und das heißt also, für nach der Ausstrahlung für immer im Internet verbleiben können. Ob das der Sender selber da reinstellt oder nicht, ist dann denen überlassen. Aber es soll zumindest nach der Ausstrahlung frei verfügbar sein. Das gesamte Fernseh- und Hörfunkprogramm sollte unbegrenzt Ihrer Meinung nach im Internet verfügbar sein. Carsten Broster aus der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Politik hat ja darüber schon viel diskutiert. Warum geht das nicht? Ja, es ist ein schöner Wunsch, den ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich mich durchaus bisweilen auch mal ärgere, wenn ich am 8. Tag etwas in der Mediathek suche, was ich verpasst habe und es dann depubliziert ist. Das hat eine Vielzahl von Gründen. Also der eine ist natürlich schlicht der, dass das damals im Rahmen einer auch europarechtlichen Absicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eines der Zugeständnisse gewesen ist, und dann vor allen Dingen auch an der Frage, wie grenze ich die Möglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sich im Netz zu entwickeln, gegenüber anderen Medienanbietern ab. Also Sie müssen ja mal sehen, dass Sie im Internet auf einmal Begegnungen zwischen Medienschaffenden haben, die Sie vorher nie gehabt haben. Also dass Zeitungen
oder Zeitschriften auf der einen Seite und Fernsehsender auf der anderen Seite sich mal in einem Medium als Konkurrenten begegnen, das war vor 20 Jahren undenkbar. Man hatte schön friedlich getrennte Märkte, man trifft sich auf einmal. Insofern gibt es da Abgrenzungsmöglichkeiten. Mach aber keinen Hehl daraus. Wir würden lieber heute als morgen auf diesen Depublikationszwang verzichten wollen und dort zu anderen Regeln kommen. Inwiefern das rechtlich fest ausgestaltet ist und auszustalten ist, wird man sehen müssen. Was man dann auch sehen muss, ist natürlich das Zweite, wenn Sie sagen, alles ist immer frei verfügbar, nehmen Sie natürlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch die Möglichkeiten, Dinge zweit und dritt zu verwerten und damit noch zusätzliche Einnahmen zu generieren. Auch das mag bei manchen erfolgreichen Angeboten noch eine Chance sein, zu sagen, Druck auf die Beiträge zu senken, indem ich an anderen Stellen mich dann auch marktkonform verhalten kann. Auch das ist, glaube ich, ein Punkt, den man da wird sehen müssen. Dafür hat es ja lange Diskussionen auch gegeben, um die Frage eben, was im Internet veröffentlicht werden kann. Vielen Dank, Herr Ried. Die Anregung haben wir alle gehört und die Debatte darüber wird weitergehen. Manfred Uhldag aus Mölln hat uns angerufen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ihnen geht es um das, was die Unternehmen zu zahlen haben. Habe ich das richtig verstanden hier auf dem kleinen Hinweis, den ich auf dem Bildschirm habe? Ja, das ist genau richtig. Es ist ja im Vorfeld immer nur von einem Haushaltsbeitrag gesprochen worden. Und man hat dabei immer dann so das, was die Wirtschaft belastet, komplett ausgeblendet. Und jetzt eigentlich erst, nachdem, ich sag mal, alles in den Brunnen gefallen ist, stellt man ja fest, die Wirtschaft wird ja massiv zusätzlich belastet. Mhm. Und das ist das, was mich stört. Mhm. Ich kann da mal so Beispiele für bringen. Ja, vielleicht eins, damit wir daran diskutieren können. Ich will das einfach mal bringen. Es wird jetzt immer, auch jetzt in Ihrer Sendung neulich bei Maybrit Illner, immer so argumentiert, das war früher ja auch schon so. Früher war das so, ich komme aus der Fernsehservicebranche. Wir mussten früher für ein Antennenmessgerät mit einem Bildschirm einen extra Beitrag bezahlen. Also für ein Handwerkszeug. Da haben alle den Kopf geschüttelt und gesagt, das kann doch eigentlich nicht angehen, weil kaum ein Fernsehtechniker wird mit einem Antennenmessgerät nach Hause gehen, um fernzusehen. Mhm. Und ähnliche Geschichten, die es gab. Wie heute ist es so, der zu Hause seinen Haushaltsbeitrag bezahlt, sitzt anschließend in meinem Auslieferfahrzeug. Ich habe einen Elektromarkt und ich bezahle für den nochmal, obwohl er sich ja nicht klonen kann und nur nicht zu Hause hören kann, sondern in meinem Firmenwagen. Das ist fast ein bisschen wie mit der Zweitwohnung. Ja, aber die Zweitwohnung würde ich ja noch verstehen, weil es auch eine Zweitwohnungssteuer gibt. Dr. Eicher, der ja dieses ganze Spiel neu erfunden hat, hat ja neulich mal gemeint, die Wirtschaft hätte einen Nutzen davon. Ich warte immer drauf, dass mir irgendeiner erklären kann, wo denn unser Nutzen ist. Wenn ich Radio bei mir in meinem Markt bringe, dann bezahle ich dafür GEMA. Mm. Herr Uhldag, ich möchte es ein bisschen abkürzen, weil unsere Sendezeit bald zu Ende ist. Aber Werner Hahn kann es Ihnen vielleicht erklären. Also zunächst einmal ist es wirklich so, dass die Wirtschaft insgesamt entlastet werden soll. Es müsste so sein. Sie hat bisher ca. 9% zum Gesamtbeitragsaufkommen gezahlt. Es sollen jetzt gut 8% sein. Das tröstet natürlich den Einzelfall nicht. Ich weiß nicht, wie viele Beschäftigte Sie haben. Bei Ihnen geht es ja jetzt ja nach Beschäftigten. Wenn Sie bis zu 8 Beschäftigten haben, dann müssen Sie eigentlich auch sogar entlastet werden. Dann zahlen Sie 5,99 € für Ihren gesamten Betrieb inklusive eines Kfz. Das heißt, Sie haben jetzt kein Hotel, keine Ferienwohnung, die sind wesentlich entlastet. Kleingewerbetreibende, die einen Fernseher haben, sind entlastet. Es gibt die Horrormärchen, vielleicht sind es aber auch Horrorgeschichten von Filialisten, die wesentlich mehr zahlen müssen als bisher. Die haben in der Regel auch die Kraft, sich dann rechtlich dagegen zu wehren. Es gibt da entsprechende Klagen. Und auch dort kann ich nur darauf verweisen, eines Tages wird entweder der Gesetzgeber eine Änderung einführen oder aber Karlsruhe endgültig entscheiden, ob es rechtmäßig ist oder rechtlich zu beanstanden ist. Ganz kurz noch die Nachfrage, und zwar wegen einer Mail, die uns erreicht hat. Thomas Kohl aus Norderstedt fragt, wir sind ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen mit 39 Mitarbeitern und 35 Kfz. Wir haben bisher unsere Kfz bewusst ohne Radios ausgerüstet und zahlten für 5 Radios bisher so und so viel im Jahr, sind 345. Jetzt sind es 5-mal so viel an Kosten, die Sie eben bezahlen müssen. Wie ist es zu dieser Neuregelung gekommen? Wenn die Zahlen so sind, wie Sie sie genannt haben, ist es in der Tat sehr schwer nachvollziehbar. Auch dort, wenn es eine Telefonnummer gibt, werde ich ihn gerne selbst anrufen, um das nochmal mir schildern zu lassen, um zu sehen, ob da nicht auch vielleicht Missverständnisse vorliegen. Ansonsten, Herr Broster hat darauf hingewiesen, wir werden gemeinsam, die Länder, zusammen auch mit allen Beteiligten, also auch mit den Rundfunkanstalten, eine sogenannte Evaluierung vornehmen. Wir werden solche Fälle untersuchen. Und wenn wir dann feststellen, das ist wirklich nicht zu rechtfertigen, dann wird es geändert werden, da bin ich mir ganz sicher. Sie haben keine Sorge vor zu viel Post?
Ich habe überhaupt gar keine Sorge für Post. Die Transparenz, die angemahnt wird, die gibt es. Und wenn sie nicht gibt, müssen wir sie herstellen. Herr Manu Geuer, ein ganz kurzes Schlusswort. Sie gehen davon aus, dass sich vieles ändern wird? Sie haben geklagt. Ich glaube, der Rundfunkbeitrag in dieser Form wird keinen Bestand haben. Und ich hoffe, dass dann nach dem Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs die politische Debatte wieder Fahrt aufnimmt. Und dann wird man sehen, dass was am Ende dann für ein Modell dabei rauskommt.